Servus Leute. Erstes Viertelfinale zwischen Deutschland und Frankreich. Mein Tipp ist ein 3-2-1 für Deutschland. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft gute Chancen hat, das Halbfinale zu erreichen. Frankreich habe ich nicht so überzeugt, muss ich sagen. War gegen die Schweiz ganz okay, beziehungsweise stellenweise doch überragend. Aber insgesamt glaube ich, dass Deutschland die besseren Mittel hat, um das Weiterkommen zu schaffen. Gerade im Mittelfeld sollte die deutsche Elf in der Lage sein, die Präsenz zu zeigen und das Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Und dann sollte es auch offensiv möglich sein, die Franzosen unter Druck zu setzen, das ein oder andere Tor zu erzielen und eben das Halbfinale zu erreichen. Wichtig wird natürlich sein, dass das Mittelfeld kompakt steht, dass Lahm, wenn er als Sechser eingesetzt wird, dass die Defensive stabil hält und dass sich die vier Innenverteidiger hinten bei überfallartigen Kontern der Franzosen gut anstellen und dass vor allem Benzema unter Kontrolle gehalten wird. Ansonsten glaube ich, dass Deutschland es mit ziemlich simplen Mitteln schaffen kann, die Franzosen zu besiegen und ins Halbfinale einzuziehen, um dann eventuell auf den Gastgeber Brasilien zu treffen, was ja noch abzusehen ist. Mein Tipp auf jeden Fall ein 3-1 für Deutschland. Kann natürlich auch sein, dass es geringer ausfällt, aber ich gehe davon aus, dass Deutschland weiterkommt. Ich habe die Franzosen nicht überzeugt. Deutschland war vielleicht auch nicht so überzeugt, wie man das hätte erwarten können, aber alles in allem sehe ich die deutsche Mannschaft doch noch einen Tick stärker, insbesondere was das Mittelfeld anbelangt, als die Franzosen. Und glaube, dass schon das Achtelfinale von Frankreich gezeigt hat gegen Nigeria, dass die Franzosen mit ziemlich einfachen Mitteln ausgeschaltet werden können. Zumindest, dass man die Offensive zum Erliegen bringen kann. Und ich denke, das schafft die Deutschen auch. Deshalb schaffen wir den Einzug ins Halbfinale.